göttliches Wesen Sado. Warum muss uns so eine Tragödie passieren? Diese Arche war von der Mondkultur als Rettungsboot gebaut worden. Sie war viele Jahre lang auf der göttlichen Ebene aufbewahrt worden. Wir glaubten, es würde sicher sein, unser zukünftiges Sens zu sichern, sind wir auf die Arche geflohen, als die Monster uns angriffen. Wo hätten wir wissen sollen, dass diese Arche unser Sarg werden würde? Ich weiß nicht, wie leicht war es unser Schicksal. Vielleicht war alles von Beginn an vorbestimmt. Dieses Monster Orochi, das die göttliche Ebene angegriffen hatte, kam plötzlich über die See der Sterne geflogen. Und nachdem es unsere Leute und unsere Heimat zerstört hatte, fuhr es damit fort, auf dieser Welt Leid und Schmerz zu verursachen. Ja, alles geht von Orochi aus. Immer und immer wieder. Vielleicht war das alles vom Mondstamm so geplant gewesen. Man muss es in einer Tragödie erreichen. Ja, das ist alles nochmal dasselbe. Da ist wieder Orochi. Nur, wo kriegen wir mit diesem Kampf gegen Orochi dann Sake her? Jetzt erstmal die Spinnenkönigin. Aber ganz ehrlich, in den Mythen, so wie es mir einfällt gerade, war Orochi der ultimative Dämon auch. So, Riesenspinne fesseln. Wow, da bin ich noch gerade so rausgekommen. Jetzt springt sie halt nochmal. Ja. So. Gegen die läuft es ein bisschen besser als gegen die beiden Räuberspinnen. Auch wenn ich dreimal rein musste jetzt, aber wir haben es geschafft. Sogar mit vollem Kirschbaumrang und allem. So. Wieder ein Gegner weniger. Okami Amaterasu, ich habe die Anwesenheit von jemandem auf der Arche gespürt. Könnte das vielleicht dieser Mann vom Mondstamm sein? Ich kann seinen Schmerz tief innerhalb der Arche spüren. Amaterasu, du musst ihn sofort retten. Du musst die Tragödie aufhalten, bevor ihre Sack gesät wird. Um das Böse von dieser Welt zu exorzieren, muss die Sonnengöttin Amaterasu wieder auf die göttliche Ebene zurückkehren. Ich bete, dass du aus dem Himmel über diese Welt wachen wirst und dass du uns allen den Frieden wieder bescherst. Wie die immer sterben müssen. So, jetzt haben wir auch die Spinnenkönigin. Was heißt als nächstes Pesthauch?
bevor wir uns dann um Orochi kümmern. Pesthauch war eigentlich auch recht einfach. Man musste nur seinen Angriffen gescheit ausweichen. Und dann, wenn er in diesen Schwertmodus ging, die Zeit verlangsamen und das richtige Schwert treffen. Oh, da ist er auch schon. Ja, solange, wenn er sich portet, ist es nur halb so wild. So, da ist das richtige Schwert. Und das war er sogar schon. Also ja, ihn verlangsamen, um ihn aus seinem Gifthauch zu holen. Und ihn dann ordentlich vermöbeln, wenn er in seiner Schwertform ist. So, das heißt, wir haben jetzt alle bösen Geister, die wir schon mal bekämpft haben, exorziert. Außer Orochi. Das wird dann aber wahrscheinlich der Original-Orochi sein, den wir am Anfang besiegt haben. Also nach der Spinnenkönigin und Rothelm. Ich habe auf dich gewartet, Okami Amaterasu. Mein flüchtiger Geist wird jeden Moment verschwinden. Ich bin froh, dass ich lange genug durchgehalten habe, um mit dir zu sprechen. So, die letzte göttliche. Göttliches Wesen Asumi. Vor langer, langer Zeit bist du mit Orochi zusammen auf diese Welt gefallen. Dann hast du auf den Auserwählten gewartet, um Orochis Leben zu beenden. Du hast geduldig zahllose Monate abgewartet, bis endlich der Auserwählte Nagi geboren war. Gemeinsam hat er dafür gesorgt, dass das Monster des Mondes von seinem Schicksal ereilt wurde. Es war dir nicht bewusst, aber das war nur eine Welle im Meer der Finsternis. Es ist genau 100 Jahre her seit der Legende von Nagi. Das Monster hat in aller Ruhe seine Kräfte in all den Jahren gesammelt, bis es Nagis Nachfahren Susanoo dazu benutzt hat, seine Wiederbelebung abzuschließen. Und es versuchte noch einmal, diese Welt zu zerstören. Als du es zerstört hast, begann der nächste Schritt seines Plans. Es verfluchte das Land mit seiner bösen Kraft. Und die Welt wurde schon bald von Monstern aus der Arche überrannt. Orochis böse Essenz war mehr als genug, um sie alle anzutreiben. Die glimmenden Kräfte der Finsternis verbreiteten sich über ganz Nippon. Die Welt wurde in einem noch nie dagewesenen Sturm des Chaos geworfen. Und danach? Nun, das hast du ja mit deinen eigenen Augen gesehen. Diese bösen Kräfte, welche die von dir besiegten Monster verließen, haben sich alle hier in der Arche der Yamato gesammelt. Die Wurzeln des Bösen auszutreiben ist eine gewaltige Aufgabe. Du musst deine Augen offen halten, um zu erkennen, was sich im Zentrum der Dinge befindet. Hast du ja. Und wo ist jetzt Orochi? Oh, es ist doch die Urvariante. Okay, den Kopf besoffen zu machen.
Ach ja, das war die. Ja, den Kopf habe ich beim ersten Mal erwischt. Den Kopf auch. Wie besiege ich den Wasserkopf nochmal? Da gab es irgendeine Beschreibung dazu. Wo ist Orochi denn, wenn man ihn mal braucht? Pesthauch, Orochi. Wahre Orochi, Orochi. Info. Da, jeder Kopf. Da, da, da. Die Legende sagt. Da, 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 da. Der Wasserkopf wird wütend, wenn er beim Baden angegriffen wird. Donner wird wütend, wenn er die Sicht auf sein Ziel verliert. Gift- und Windangriffe können mit Wind gekontert werden. Ah ja. Verstecken wir uns mal unter ihm. Oh ja, jetzt ist er wütend. Oh. Ach so, die sind noch gar nicht ausgeschaltet. So. Die sind nur angeschwipst, sehe ich gerade. Jetzt ist er ausgeschaltet. Gut. Das reicht auch schon. So, seine Glocke ist kaputt. Jetzt müsste er wieder einstürzen. Erster Kopf down. Jetzt kümmern wir uns um den nächsten. Der Kopf ist down. Oh. So, jetzt schreit der Kopf und wird gleich besoffen gemacht. Mann, der sollte echt mal zu den anderen Alkoholikern gehen, der arme Orochi. Der hat echt ein Trinkproblem.
Ja, für den Donnerkopf waren wir mal wieder zu weit weg. Deswegen hat er uns mit Blitzen angegriffen. Bei dem machen wir auch recht wenig Schaden, weil wir eben eine Blitzwaffe anhaben. So. Machen wir den Kopf ein bisschen wütend. So, der Kopf hier ist der nächste. Da wird nur der Erdkopf. Ja, das ist, glaube ich, Gift. Jedenfalls der Spinne nach würde ich das urteilen. So. Und wir sind Orochi los. Ja, Zeit und Schaden, beides ist grün, ist okay. Und ich glaube, bevor wir uns dann zum Grande Finale aufmachen, ja. Okami Amaterasu, es hat nach so langer Zeit begonnen. Die Wellen der Finsternis haben nun doch begonnen zu rollen. All diese böse Macht, ich halte das nicht mehr länger aus. Amaterasu, es gibt auch eine Sache, die ich dir sagen muss. Der Mann vom Mondstamm mit dem goldenen Haar. Ich möchte, dass du ihm etwas sagst. Die göttlichen Wesen werden niemals vergessen, wie er an deiner Seite gekämpft hat, als Orochi angegriffen hatte. Wir werden ihm für immer dankbar sein. Ja, damit kann sie nur Vakuum meinen. Na, warte, der heißt doch Vakuum, oder? Wacker heißt er, nicht Vakuum. Ja, und hier haben wir Golddämon Lechko. Die Bedeutung des Namens Lechko wurde schon vor langer Zeit vom Euner-Stamm verloren. Man sagt, er sei die eine Hälfte eines Duos, das vor langer Zeit von der Sonne verbannt wurde. Es existieren Lieder und Sagen über ihn, aber es gibt kein konkretes Wissen über ihn. Die Euner betrachten solche Geschichten als unrein und haben sie verboten. Ja, und Lechko. Man sagt, seine Existenz ist eng mit der von Lechko verknüpft. Die Wurzeln ihrer Namen entstammen dem alten Wort Lechku Nechku. Eine Interpretation dieses Ausdrucks ist, einer zählt die Zeit, einer bietet den Tod. Zwei vom Mond, der Schlüssel, der den Anfang birgt. Mhm. Oh, Schatzliste, da haben wir auch noch was Neues. Smaragdklunker. Die starke Smaragdfarbe vermittelt den Eindruck der Anmut. Ja gut, wir haben hier noch drei Klunker vergessen. Und eben Tierstatuen, sonst hätten wir alles. Ja, aufgehende Yamato. Das ist die Geschichte, das mit Kutong, wie er die Yamato freigelegt hat. So, jetzt ist hier alles blau und in der Mitte ist ein Kreis aufgegangen. Aber ich würde sagen, das gucken wir uns dann beim nächsten Mal an. Ich speichere hier noch ein letztes Mal. Ja. Und dann... Ich kann die Eiche nicht mehr verlassen, oder? Ne.
Kein Ausgang. Okay. Gut, das heißt, wir machen hier jetzt einen Cut. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Bis dann.